Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal PlayTiger. Ja, hier ist nochmal die AGT-Kugel-Map. Diesmal wurde aber schon einiges geändert und das zeige ich euch auch mal in diesem Video. Genau. Das hier ist der Sersajoch-Express. Der steht hier direkt neben der Bahn, die nach oben geht. Also die erste Bahn war das ja hier. Die geht allerdings nur hier vorne auf halbe Höhe, würde ich mal sagen. Das ist vielleicht so ein bisschen. Nicht der Anfängerlift, aber ja, doch schon so ein bisschen der Anfängerlift. Wobei, für Anfänger kann man hier, glaube ich, nicht so viel machen, weil das ist ja schon hier ein Skigebiet, was schon wirklich sehr steil ist. Und das ist, glaube ich, eher was für schon Leute, die das wirklich schon länger Skifahren können und das auch gut. Ja, der nächste Lift ist hier vorne. Wobei, ich mache erstmal die hier direkt in der Nähe sind. Das wäre dann der Lift hier. Ich zeige in dem Video übrigens nur Bahnen, die jetzt neu zugekommen sind oder wo die Sachen geändert haben. Das hier ist der Patschnakofel-Express. Der geht hier unter der auch einer anderen neuen Bahn unterher, die zeige ich euch gleich nochmal. Geht die hoch, ist ja etwas höher, die geht schon relativ hoch hier, die Bahn. Und dann geht sie hier nochmal spektakulär unter der Bahn hier durch, zeige ich euch gleich auch nochmal. Und endet dann hier oben. Genau, das ist dann auch hier nochmal sehr schön. Denke mal, hier oder so könnte so ein Dorf hin oder so. Genau. Dann machen wir weiter. Welche Bahn sollen wir jetzt weitermachen? Lassen wir uns der hier weitermachen. Das hier ist der Space Jet. Kann man, jo, der Name passt ganz gut. Er geht hier unter der Bahn wieder hier durch. Haben wir eben schon gesehen. Und er hat ein ultra lange Spannfeld, wie man hier sieht. Dadurch dementsprechend windanfällig. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr langes Spannfeld. Und er hat, wurde extra noch bemalt. Die Gondeln sind nämlich bei dem hier weiß. Nur weiß? Nee, abwechselnd. Schwarz und weiß, immer abwechselnd. Also da sieht man schon, die haben sich da echt Mühe gegeben. Da geht dann hier unter dieser Bahn unten durch. Ich kann mir die Namen nicht merken, sorry, ich muss jedes Mal wieder nachschauen. Geht dann hier nochmal über ein riesiges Standfeld. Also das ist wirklich krass gebaut. Natürlich dementsprechend windanfällig. Hier auf den relativ hohen Punkt raus, fast einer der höchsten Punkte, wobei da hinten ist natürlich noch höher. Ich rede schon wieder viel zu schnell, ich merke schon. Das ist die Steiggipfelbahn. Die geht dann nochmal, also mache ich von unten nach da oben und die geht halt hier runter. Ich denke, ja, gibt noch Talabfahrt geben. Irgendwie, ja, und dann noch ein weiterer Sessellift. Also das ist eigentlich nur der steilste Sessellift. Ich bin eben mal mit den meisten Liften gefahren und das war wirklich ein sehr, sehr steiler, wenn man hier mal schaut. Ja, das ist wirklich sehr steil. Ist bestimmt ein Abenteuer, mit dem wirklich mal in Real Life zu fahren. Also fahren zu können. Ja. Die Bahn nennt sich Kirchhof, Kirch irgendwas Express. Einen Moment. Kirchhorn Express. Und ja, die Station ist noch nicht ganz perfekt und hier schaut etwas nah am Boden alles, aber das passt schon soweit. Ja, den kennen wir ja bereits aus der letzten Folge. Eins hat sich auch was geändert, nämlich hier, wo die sich kreuzen. Boah, leckt das. Tut mir echt leid, dass so hart leckt, aber mein PC schafft das aber nicht mehr, so viele Bahnen gleichzeitig laufen. Hier ist jetzt nämlich ein See und eine Insel in der Mitte und da stehen dann die Stützen drauf. Das sieht schon sehr geil aus. Also stellt euch mal vor, ihr sitzt da drin. Also ich muss nur sagen, das ist wirklich sehr gut gelungen. Genau. Die Bahn geht jetzt darunter. Ja, es werden jetzt auch hier schon die Pistenwege gemacht, wie man hier schon so sieht. Darunter, es gibt mehrere von diesen Wegen, wo man schon sieht, da soll eine Piste lang gehen. Von hier so runter, aber auch von da oben so runter. Also es gibt ja jetzt schon mehrere Wege. Genau. Dann zeige ich euch auch mal schon mal die nächsten. Das ist bei der Lift, den wir eben hatten. Ja, hier ist es eine wirklich sehr schöne Station, wie ich finde. Zwei nebeneinander, das sieht man auch nicht alle Tage. Habe ich doch noch keine Map hier so gesehen. Und ich rede so viel zu schnell, tut mir so leid. Hier treffen dann nämlich die Kreuzhornbahn und der Kreuzjoch-Express aufeinander. Das ist die Kreuzhornbahn, meine ich, und das ist der Kreuzjoch-Express. Ich lege mich da gerade nicht fest, aber ich meine, das werden sie so. Ja, der geht dann wirklich eigentlich auf den höchsten Punkt hinaus, da zum Peak-to-Peak-Express. Und ist auch eine sehr atemberaubende Bahn. Der Peak-to-Peak-Express fliegt ja hier über uns, da oben. Ich hoffe mal, die Aufnahme leckt nicht zu sehr. Genau, dann ist hier die Bergstation, also wirklich am höchsten Punkt im ganzen Skigebiet. Wenn man sich mal so umschaut, gibt es nichts Höheres. Da man ist ungefähr der Höhe von dem Berg hier und auf der anderen Seite geht es nicht höher als das da. Genau, dann ist hier noch der nächste Lift.
ein sehr interessanter Name, Dorfkugelbahn-Gondel-Express. Wirklich ein sehr interessanter Name. Wenn hier eine Piste nebenher gehen würde, müsste die garantiert schwarz sein, weil die geht halt hier wirklich von einem sehr steilen Berg oder auf dem höchsten ganz nach unten wieder. Nicht am tiefsten Punkt, aber schon sehr tief. Genau, die Bank kennen wir hier schon. Auch die hat wieder zwei, wurde mir mehr als bemalt. Einmal mit diesem leuchtenden Grün und dem Blau. Und ich meine, war da nicht noch eine Farbe dabei? Nee, nee, das war es schon. Aber es ist, ja, schon sehr schön, würde ich mal so behaupten. Gefällt mir sehr gut. Ja, dann haben wir noch einen sehr lustigen Namen von dieser Bahn hier. Die heißt, in der Kürze liegt die Würzebahn. Also, als ich den Namen erstmal gelesen habe, musste ich voll lachen. Hat auch wieder zwei Farben, wie man hier schon sieht, dunkelblau und grünlich-gelb. Also, das fand ich schon ein sehr lustiger Name. In der Kürze liegt die Würze. Ja, wieder eine Piste hier nebenher. Und die geht halt einfach nur nach hier unten, wo dann der nächste Lift auf sie wartet. Der geht einmal das ganze Tal bis doch da oben, mehr oder weniger. Der nennt sich auch dann der berechtigterweise der Talexpress. Ja, das sollten jetzt erstmal alle Lüfte gewesen sein. Oh Gott, die Folge ist sehr lang, tut mir leid, aber wurde so viel geändert, muss man halt alles erwähnen, ne? Also, dann wurde jetzt auch das wurde halt auch noch stark geändert. Es sieht nicht mal so nach Rocky Mountains aus, wenn man sich das mal anschaut. Das ist nicht mal so ein nach oben gehendes Massiv, sondern ein bisschen flacher und alles abgeflacht so ein bisschen. Ist immer noch nicht flach, aber abgeflacht. Und jetzt sieht es schon, Alpenähnlich aus. Ich glaube, die wollen ein bisschen die Alpen nachbauen. Und sie machen das Ganze auch ein bisschen etwas angenehmer. Also sie arbeiten hier wirklich sehr viel dran, wenn man so anschaut. Die Umgebung sieht schon mal sehr gut aus. Dafür, dass alles einfach so aus einer flachen Map rausgebaut worden ist, muss ich echt sagen, das ist wirklich gut gelungen. Hier wird natürlich noch weiter dran rumgefeilt und verbessert alles. Dann haben sie auch noch die Seilbahn alle hinzugefügt, die sie haben. Also wenn man sich mal anschaut, allerdings noch ohne, also die haben noch keine Bilder hier hinzugefügt, das müssen sie auch noch machen. Also das müssen, sie müssen ja diese Koordinaten da angeben. Ich meine hier, die Seilbahn, alles mögliche, kann man hier auch dann garagieren lassen und alles. Also die sind auch schon alle hinzugefügt, mit Geschwindigkeiten und alles möglichen. Pisten gibt es noch nicht, wie gesagt, die müssen ja erst noch ausgebaut werden. Das dauert ja auch ihre Zeit. Der Pistenplan wurde auch noch nicht geupdatet, aber das ist ja verständlich, weil es gibt ja aktuell auch noch, es gibt ja auch noch keine so richtigen Skipisten und auch nicht. Auch wenn es helfen würde, mir zum Beispiel mich hier zurechtzufinden. Ja, Hütten gibt es noch nicht und ja, das ist aber auch alles, klar, irgendwie logisch. Aber ich habe, also ich finde aus dieser Map, ich finde, diese Map hat ein riesiges Potenzial. Wenn die hier wirklich so fleißig weiterbauen, wie sie es bis jetzt machen, dann könnte aus der Map wirklich mal eine der bekanntesten Maps werden für ein WRS, würde ich mal so behaupten. Einfach, wenn man sieht, wie die, was sie in der schnellen Zeit so hinkriegen. Ja, natürlich fehlen nur noch Kleinigkeiten, die es sehr authentisch wirken lassen, wenn man mal im Vergleich mit der Hallstein-Map von Don Chris, aber da war das meiste ja auch schon vorgegeben. Hier bauen sie ja wirklich alles von Grund auf und dafür sind sie schon wirklich sehr weit gekommen. Und auch wie viele Seilbahnen es schon gibt, ich denke, wir können immer noch ein, zwei hinzu, wobei die Performance würde noch mehr leiden. Das wird noch sehr interessant mit der Performance, weil bei mir läuft es ja jetzt schon sehr, sehr schlecht. Locker 10, 15 FPS nur noch, würde ich jetzt mal so schätzen. Also nicht wirklich viel, aber mit den ganzen Seilbahnen macht es schon wirklich sehr realistisch für die ganzen großen Skigebiete. Es gab einzelne Punkte, wo ich mir gedacht habe, das könnte eng werden. Ich suche die gerade mal raus. Also wo es eng wird für die Seilbahn. Oder dass sie nicht anstößt. Ja genau, der erste Punkt war, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber hier, also hier halt der Punkt hier sehr eng. Wenn da Leute drin sitzen würde, glaube ich, an den Boden stoßen. Und ich hatte noch einen weiteren Punkt, ja, hier ist es knapp drüber, aber ich denke, das passt. Also eigentlich, passt es größtenteils, mancher muss jetzt vielleicht noch ein bisschen bearbeitet werden. Ich finde das ja besonders interessant. Ich mache gerade mal einen Screenshot davon. Ja, und ich finde, man könnte hier wahrscheinlich noch einen Gletscher hinzubauen. Einfach mal, wenn ich nur anschaue. Ich kann mir bestimmt hier oben oder so einen Gletscher ganz gut vorstellen, aber das liegt natürlich an ihnen. Ansonsten gefällt mir die Map wirklich sehr gut, weil
sie einfach jetzt schon schön ist. Ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn ich Livestreams machen könnte, was meine Leitung nicht zulässt, weil die ja richtig schlecht ist, dann würde ich einfach hier einfach ein bisschen einfach rumfahren auf der Map, also mit den Seilbahnen, weil das einfach sehr schön ist, das zuzuschauen. Also ich bin ja eben schon mit den ganzen hier rumgefahren und mit den ganzen Seilbahnen und ich fand das sehr, sehr angenehm. Dann kann man die Umgebung sich anschauen und es sieht einfach sehr imposant alles aus. Auch die Täler hier oder hinten und hinten aber der See. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und ja, da können sie eigentlich nur so weitermachen. Ich freue mich schon auf die finale Version. Vielleicht wird es auch nochmal ein Update geben, wie es hier weitergeht. Das kommt ganz auf das aus dem Gaming-Team an. Die sind natürlich wieder in der Beschreibung verlinkt. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Map zum Upload-Zeitpunkt verfügbar sein wird für jeden zum Download. Aktuell ist sie es nicht, aber vielleicht ist es ja bis zum Upload. Genau. Und eigentlich war es mit dem Video. Nochmal ein schöner Blick. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, noch kurz zum Ende. Ich habe einen eigenen Discord-Server. Schaut da doch mal vorbei. Ihr müsst euch da allerdings verifizieren im Hashtag Verifizieren-Channel. Gut, und da steht auch, wie es geht. Gut, und dann war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert mich doch und drückt auf die Glocke. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dann. Ciao.